Ja, Leute, an die Arbeit bei Part 7 von Let's Play Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Und wir müssen jetzt mal gucken, was wir noch alles zu tun haben. Schmutziger weißer Stofffetzen, Reagenzglas. Okay, was haben wir denn? Schwarzes Laken. Okay. Zigarrenstummel, okay. Ich versuche mal einfach irgendwas wild durcheinander zu machen. So. Was passiert hier? Nichts. Um die Art dieser Flecken zu analysieren, muss ich zuerst den Stoff mit einer Lösung aus Seife und Wasser tränken. Okay. Verstanden, Sherlock. Seife. Also Wasser haben wir hier. Seife. Sehr schön. Um die Art dieser Flecken zu analysieren, muss ich zuerst den Stoff mit einer Lösung aus Seife und Wasser tränken. Okay, da tut er aber nichts. Das ist eben das, wo ich auch im letzten Part ja hängen geblieben bin. Eine Lösung. Wasser und Seife. Muss ich da irgendwie umrühren oder so? Kann ich irgendwie umrühren? Wasser, Seife. Ah, okay. Hier kann ich die beiden nicht vermischen. Verstanden. Um die Art dieser Flecken zu analysieren, muss ich zuerst den Stoff mit einer Lösung aus Seife und Wasser tränken. Mhm. Jetzt sollte ich den Stoff in das Lösungsmittel legen. Das habe ich getan. Gut, Leute. Den Bunsenbrenner habe ich aktivieren müssen. Verstanden? Oder diese Flamme, wenn das überhaupt schon ein Bunsenbrenner ist. Ich kenne mich da nicht so aus. Weißer Stoff. Jetzt sollte ich den Stoff in das Lösungsmittel legen. Okay, ich muss ihn in ein Lösungsmittel legen. Lösungsmittel? Geht nicht. Nein, kann ich? Ja. Jetzt sollte ich den Stoff in das Lösungsmittel. Die Flecken sind klebrig, aber nicht sehr ölig. Okay. Untersuchen wir das unter dem Mikroskop. Danke, Sherlock. Ich hätte es nicht gewusst, was ich tun soll. Ein sehr feiner weißer Stoff. Okay. Es scheint mir, dass wir alle Schlüsselelemente zusammengetragen haben, Watson. Bevor wir uns aber ausruhen, fassen wir unsere Ergebnisse doch einmal zusammen. Gut. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet und mit Beweisen oder Aussagen untermauert werden, die während der Untersuchung gesammelt wurden. Okay, die während der Untersuchung gesammelt haben. Die Rahmenfarben geben Ihnen einen Hinweis, wo Beweise zu finden sind. Rotnotizen, grün Dokumente, blau Aussagen. Um ein Element in einem Rahmen einzufügen, klicken Sie zuerst das Element und dann den Rahmen an, in den Sie es einfügen möchten. Holmes wird Sie darüber informieren, ob Ihre Vermutungen richtig sind. Quiz, okay. Nicht verstanden, Leute. Ah, wir haben wir eine Vermutung bezüglich der Tatwaffe? Ja. Ah, und jetzt muss ich hier was raussuchen. Die Bücher waren es nicht. Im Korridor der Tür riecht es nach Schießpulver. Okay. Nochmal zurück. Die Rahmenfarben geben Ihnen einen Hinweis, wo Beweise zu finden sind. Rot. Rahmenfarbe. Okay. Blau. Kann das sein? Blau. Wer hat uns etwas über die Waffe gesagt? Kann ich die Gespräche hier nicht nochmal aufrufen?
Colonel Patterson zweites Gespräch. Lieutenant Harrington. Kann ich denn hier nicht das lesen? Wie kann ich denn das wieder lesen? Schaut mal, alle, die ich angeklickt habe, ändern die Farbe. Aha. Ich bin ein wenig überfragt, Leute. Also ja, weil wir haben ja... Irgendeine Aussage gab es doch. Kann ich das sowas austauschen? Kann ich. Aber Holmes sagt mir nicht gleich, ob es richtig war oder nicht. Ich glaube, da werde ich knallhart versagen, Leute. Weil vor allem ich hier ja die Gespräche nicht mehr... aufrufen kann. Okay. Machen wir mal weiter. Wir können ja wieder zurück und das Ganze noch. Konnte der Mörder über die Treppe in den zweiten Stock entkommen? Nein, denn das hat uns die Mary gesagt. Pannister. Wer war nochmal Pannister? Ah, der Koch hieß Carl Pannister. Okay. Sue Early. Herman. Harrington. Mary. Mary. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Frage 3. War die Asche, die im Rauchersalon gefunden wurde, von einer englischen Zigarre? Nein, sie war nicht. Das war diese flockige Asche. Und zwar haben wir hier einmal grün, das ist ein Bug. Tabaksorten. Aber hier haben wir rot. Aber hier seht ihr, das ist schön, weil hier kann ich die Indizien nochmal angehen. Hier kann ich die Gespräche nicht nochmal angehen. Puh. Keine Ahnung. Okay. Das im Korridor zum Rauchersalon gefunden wurde, ist das gleiche. Das ist aber nicht das. Es ist im Korridor. Reispulver, sehr feinpudrig. Schmutzige Stofffetzen. Im Korridor, nein, die haben wir gerade oben. Spiegel, nein, rote Haare. Dienst im Garten, Dienstboteneingang. Handtasche, Rauchsalon, Nase, nasse und aschige Fußspuren. Das ist es nicht. In der Küche, Damensalon, im Korridor. Abdruck eines runden Objektes mit weißem Pulver. Schön. Hall, 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 Hall. Das war's schon. Nirgendwo etwas. Im Garten vor dem Dienstboteneingang. Zigarrenstummel mit flockiger weißer Asche am Ende. Nur, das hier. Genau. So. War die Seitentür zur Küche nach dem Schuss geöffnet? Das war nicht zur Küche, nein, das war doch die zum Rauchersalon. Nein. Aber das ist jetzt wirklich schwer. Da hätte ich jetzt mal den Lieutenant Harrington genommen. Keine Ahnung, Leute. Frage 5. Hat Miss Lambert die Tischdecken ausgewählt und das Arrangement festgelegt? Nein, das war der Franzose. Und zwar war das die Mrs. Lambert? Nein, Miss Lambert, Verzeihung. Miss Lambert. Und einen zweiten noch, da hat, ich glaube, der Koch hat uns da auch noch was drüber erzählt.
So, haben wir eine Vermutung bezüglich der Größe des Täters? Ja, weil wir ja doch im Korridor diese Pulverspuren gefunden haben mit den 1,65 Meter oder so. Und wir haben ja ein Buch über die Fußabdruck zu Körpergrößeanalyse. Das hier wollte ich. Und Buch der Fußabdrücke, genau. So scheint die letzte Frage zu sein. Hatte unter den befragten Personen noch jemand außer Colonel Patterson ein schlechtes Sehvermögen? Ich brauche hier ein Blau. Boah, da bin ich jetzt aber überfragt. Lavinia, nein. Simon Hunter, nein. Carl Pannister war nicht mal da. Sue, Miss Routtree. Oh. Da muss ich raten, Leute. Da nehme ich mal den Setter Wait. Und hier grün, die Gäste. Hier in grün. Hier in grün. Ich weiß nicht, ob man von der Ballistik irgendwie, das ist das Einzige, das ich noch nicht verwendet habe. So, also nochmal von vorne die Frage. Haben wir eine Vermutung bezüglich der Tatwaffe? Ja, weil wir haben sie ja gefunden. Aber eine Aussage wollen wir... Wir haben die Handtasche gefunden. Ah, Moment mal, der Colonel Patterson, das könnte stimmen. Der hat doch was gehört. Aber war es das erste Gespräch oder das zweite Gespräch mit Patterson? Keine Ahnung, Leute. Okay, ich lasse das einfach mal. Mary, ja, konnte der Mörder die Treppe? Nein, Mary hat gesagt, da ist niemand entlang gekommen. War die Asche... Zigarrenstummel, genau, und Tabaksorten. Ich glaube, das stimmt. War die Seitentür zur Küche nach dem Schuss geöffnet? Nein, sage ich, war sie nicht. Hier brauchen wir aber eine Aussage. Ich glaube, ich lasse das mal so, Leute. Ich glaube, es wird nicht besser. Ja, und was muss ich jetzt tun? Quiz beenden, oder wie? Jemand außer, ich sag mal ja. So, und wie beende ich das jetzt hier? Ob ihre Vermutungen richtig sind. Okay. So, damit kann ich jetzt leben. Und wie machen wir es? Indem ich es verlasse oder... nochmal Escape. Wir müssen einen Fehler gemacht haben, Watson. Überprüfen wir unsere Antworten noch einmal. Okay. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet und mit Beweisen oder Aussagen untermauert werden, die während der Untersuchung gesammelt wurden. Okay. Du sagst mir jetzt aber nicht, welche falsch ist, oder? Leute, das wird ewig dauern. Ich guck mal in der Lösung nach, Leute. Okay, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Lösung hier vor mir liegen. Und also das hier habe ich per Zufall richtig ausgewählt. Es war das zweite Gespräch mit Colonel Patterson. Aha. Laut Lösung ist es aber hier das zweite Gespräch. Aha. Okay. Dann hier. Mary, das ist richtig. Also nein, Mary ist richtig. Nein. Im Garten vor dem Dienstboteneingang. Jawohl, das haben wir auch. Und das Buch hier der Tabaksorten haben wir auch richtig. War die Seitentür zur Küche nach dem Schuss geöffnet? Nein, ist zwar richtig, aber das war die Aussage von
Mr. Satterthwaite. Aha. Erinnere ich mich nicht mehr. Wie schon gesagt, Leute, das ist schade, dass man das nicht verifizieren kann mehr. Auch im Nachhinein nicht. Also das ist ein bisschen komisch. Hier Miss Lampert und Carl Pannister ist auch richtig. Frage Nummer 6 ist ja beantwortet. Im Korridor zur Küche. Ein feiner Staub ist auch richtig. Und... Ah, okay. Haben wir eine Vermutung bezüglich der Größe. Der Buch der Fußabdrücke ist falsch hier. Hier gehört die Wissenschaft der Ballistik hin. Okay. Und das letzte hier ist... Hätte ich gefragt, müssen jemand außer Colonel Patterson ein schlechtes Sehvermögen... Das war die Miss Lamp, die uns das wohl gesagt hat. Nein, Miss Lambert, Verzeihung. Miss Lambert. Und hier steht Gästeliste als Lösung. Ich bin natürlich befragt, wo ich hier die... Ah, da oben, Leute. Oh, okay. Also versuchen wir es nochmal. Was für ein Kinderspiel, Watson. Wir haben alle Fragen beantwortet. Okay, Leute, das ist kein Kinderspiel für mich gewesen. Ich musste hier in der Lösung nachgucken, weil ich die Aussagen nicht mehr neu nachgucken konnte. Machen wir weiter. 15. Oktober 1897. Mein lieber Lestrade, ich gratuliere Ihnen zur Präzision Ihrer Aufzeichnungen. Es stimmt zwar, dass Sie alles von Wichtigkeit ausgelassen haben, aber Sie haben mir die Mühe erspart, alle Bagatellen auszuschließen und haben mir die richtige Richtung gewiesen. Ah, ich höre vertraute Schritte auf der Treppe. Watson, setzen Sie sich doch. Sie müssen halb verhungert sein. Lestrade war so freundlich, uns in der Hoffnung, es würde uns bei dieser Angelegenheit nützen, eine Kopie seiner Aufzeichnung zu bringen. In der Tat. Sie können sie jetzt studieren, während Sie Ihr Mahl genießen. Bitte lassen Sie sich Zeit, Watson, denn eine schlechte Verdauung mindert die Denkfähigkeit. Holmes, Sie werden keinen Widerspruch von mir vernehmen, denn dieses Gewicht ist köstlich. Wenn Sie Ihre Mahlzeit beendet haben, machen wir uns mit Lestrade auf nach Sherringford Hall. Ich sollte die Dokumente lesen, die Holmes mir gab. Okay, hier sind eindeutig Grafikfehler. Der Lestrade ist in der Anfangssequenz durch die Kutsche gelaufen und jetzt sitzt er mitten im Tisch. Okay, die Dokumente, die Sherlock uns gab. Hier haben wir aber keine Dokumente. Wo sind die Dokumente? Ah, oh, oh. Das müssen die Dokumente sein, das sind sie nicht. Okay, Holmes ist aber schon aufgestanden. Irgendwo müssen wir doch die Dokumente finden. Ah. Okay. Ich bin überfordert, Leute. Wo sind denn diese Dokumente jetzt? Kann ich mit dir reden, Lestrade? Also hier liegen überall irgendwelche Zettel. Ah, vielleicht sind die aber auch... Ah, hier. Leute, die Dokumente lesen, das werden wir aber im nächsten Part... Oh, das sind aber viele, schaut mal. Das Verbrechen, die Tatwaffe, das Motiv, der Tathergang, Bericht von Scotland Yard und Melvin Bromsby. Leute, das lesen wir alles dann im nächsten Part von Let's Play Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Schön, dass ihr mitgefiebert und mitgerätselt habt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.